Ciao, meine Damen und Herren. Das neue Update ist da. Es sind unter anderem neue Musikhits hinzugekommen. Wenn man die Avatare geblockt hat, hat man jetzt so wunderschöne Bilderchen und auch ein paar weitere Dinge haben sich geändert. Die Musikhits sind, wie gesagt, an den Start gekommen. Da hören wir gleich noch kurz rein. Des Weiteren bekommt man jetzt eine Nachricht im Main-Menü, wenn dein Inventar fast voll ist. Das ist natürlich, naja, nicht übel, aber... Es könnte vielleicht dem einen oder anderen aus der Verwirrung helfen, wenn man zum Beispiel bei Skin Baron was kauft und beim Traden ein Fehler kommt. Also der Fehler, ich weiß die Nummer gerade nicht genau, der kommt, wenn der Account halt voll ist und man nichts mehr annehmen kann. Dann sieht man im Hauptmenü, oh, ich bin voll, alles klar, das war früher halt nicht. Nicht übel, aber jetzt auch nichts Kritisches. Und falls euer Inventar gerade voll war, während ihr diese Coin-Frei gespielt habt, bekommt ihr die auch noch nachgedrückt. Keine Sorge. Was wirklich nice ist, ist diese Geschichte, und zwar können Leute ohne Prime-Account nur ihre eigenen Steam-Freunde einladen und nicht einfach über die normale Suche in-game halt Leute zu sich reinlocken und dann irgendwie reinschieten oder sonstiges. Wir gehen bei Non-Primes meistens davon aus, dass sie halt aus einem bestimmten Grund kein Prime haben wollen, weil sie halt zum Beispiel mit dem Account reinschieten oder es irgendein Smurf ist oder sowas, und mit solchen Leuten will man natürlich nichts zu tun haben. Die Änderung ist dadurch auf jeden Fall eine nette Sache. Die darauf folgende Geschichte, dass Non-Prime-User eben das Profil nicht mehr ganz sehen können, wenn sie inspizieren, ist irgendwie, ist für mich jetzt nicht so wichtig, naja. Hier ist der Punkt, den ich gerade eben schon angesprochen habe im Intro. Jetzt gibt es diese wunderbaren Avatare, diese Bilder. Das finde ich wirklich nicht schlecht. Ihr seht zwar trotzdem, wenn ich jetzt hier draufklicke, sieht man das hier nach wie vor. Was auch nicht schlecht ist, weil sonst würde es ja auch seinen Sinn, nicht haben. Aber so sieht die ganze Geschichte einfach nochmal ein bisschen schicker aus. Guck mal, Biene, was für ein tolles Bild. Und vor allem die Fragen, warum ich das habe, wegen dem Stream. Wenn jetzt hier Mr. Anonymous zum Beispiel zwei fette, dicke Honkadonkas hier drauf hat, dann könnte ich auf Twitch Probleme bekommen. Könnte ich. Muss nicht sein, aber man kann wegen solchen Geschichten, wurde man zumindest früher dann schon mal ein bisschen bestraft. Darum schützenderweise ausschalten. Ja, und hier wurde noch irgendwas mit dem Steam-Controller gemacht, was für mich nicht allzu wichtig ist. Auch die Map-Updates sind für mich eigentlich nicht von Belang. Primetime wurde umbenannt in Cascade. Okay, schön. Jetzt will ich aber doch nochmal in diese Musik-Kits reinhören. Also wir haben ja einmal hier Monsieur Klicks. Philipp, man kennt ihn ja von YouTube sicherlich. Also einige werden ihn kennen. Ich habe nicht gewusst, dass er da in die Richtung auch musikalisch unterwegs ist. Philipp, ah, du Macher. Wobei mich das nach wie vor, also nicht speziell dieses Lied, mich würde es einfach stören, wenn ich im Hauptmenü Musik hätte. Ja, ist in Ordnung. Hat von euch jemand generell Musik tatsächlich an, also diese Musikhits ausgewählt, irgendeins, egal welches, und hört Musik, während er spielt? Ist es nicht voll störend? Ich meine, es ist tatsächlich schon geil, an. Bombe wurde gelegt. Aber irgendwie dann beim 10. Mal störend, oder? Main-Menü? Das hole ich mir. Also versteht mich nicht falsch, mir gefällt die Musik, aber ich will die dann nicht im Spiel haben, hä? Also, wo es mich tatsächlich mal gezeckt hat, war hier bei Halo. Ich bin halt ein riesen Halo-Fan, schon seit tausend von Jahren. Und wenn die Bombe gelegt wird und dann sowas kommt, da stellen sich schon die Nackenhaare. Oder MVP? Kann man schon mal machen, ne? Main-Menü? Ja gut, kann ja nichts anderes sein, muss ja das sein. Ja, schon sehr, sehr geil, auf jeden Fall, aber... Mich würde es stören, wenn ich CSGO mache und mich dann Musik zuschallert oder ich halt spiele und dann kommt hier irgendwie, wenn die Bombe gelegt wird, halt sowas. Wie hört man denn dann Steps oder Ansagen? Kann man, ist die Musik sehr, sehr leise? Habe ich nicht irgendwie ein Kit? So. Oh, Hotline Miami. Sehr geil. Komm, ich mach das mal kurz rein. Musik? Achso, ich muss hier einschalten. Hä? Ja, hier. Ah, gut, du kannst die nochmal selbst einstellen, okay. Ich bekomme doch da easy einen Strike auf YouTube, oder? Ich muss dran denken, dass ich meine Musik ausmache hier, die ich im Video mache. Also hier stört es mich tatsächlich nicht so sehr, aber wenn ich jetzt, wenn ich mir denke, ich habe das ständig an, die ganze Zeit, bin ich irgendwann abgefuckt, oder? Obwohl es schon schallert, Alter. So, Achtung, Achtung. Ah ja. Gibt's auch... Ich hab da noch in der gesamten Runde Musik. All the time. Ah ne, jetzt ist weg. Okay. Komm kurz her. Will kurz Knife-Musik hören, bitte. Ah ja, okay. Fertig. Wie, keine Knife-Musik? Naja, also, es ist ganz nett, aber... Es ist sogar Stat-Track. Hab ich auf irgendeinem schon... Da werden alle Kills dann gezählt, oder was? Oh! Guck mal da. 2000! Nein, zurück zum Thema. Ich hoffe, ihr habt euch alle diese 10-Jahres-Coin geholt, weil die gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Wer die nicht hat, der wird sie nicht mehr kriegen, beziehungsweise vielleicht gönnen sie einem sowas ja dann in 10 Jahren wieder. Aber halt dann eher die 20-Jahres-Coin und nicht die 10-Jahres-Coin. Also von daher, ja, also ganz normal der Standard-Update. Gab es jetzt nicht viel. Ich habe fast kein Video drüber gemacht, aber dann habe ich das hier gesehen und ein bisschen die Musik reingehört und dachte mir, komm,
Da kann man vielleicht dann doch ein paar Musikenthusiasten ansprechen. Und ich könnte eben die Frage stellen, benutzt ihr so etwas? Hast du ein Musikkit an? Und wenn ja, wie laut ungefähr? Das würde mich jetzt echt interessieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass man es vielleicht so... Also Hauptmenü ist ja egal, aber weißt du, wenn du hier irgendwie diese Bombengeschichte bekommst, hier die 10 Seconds zum Beispiel, ist man da nicht richtig abgenervt, wenn man wegen der Musik dann gekillt wird, weil man halt nichts hört? Das ist doch blöd. Ich weiß nicht, wie lang der Clip geht, bestimmt nicht arg lang, aber stell dir vor, du bist in der Nähe des Planters, er plantet, du willst hören, wo er jetzt hinsteppt und dann die Musik... Also wahrscheinlich halt so auf 10-15%, ne? Aber braucht man die Musik denn überhaupt, wenn es so leise ist? I don't know. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr Zeit habt, im nächsten Livestream ab 18 Uhr heute am Donnerstag. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann halt vielleicht morgen ab 20 Uhr im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Klar, vergesst unser schickes Knife-Giveaway nicht. Das läuft aktuell immer noch auf Twitch. Also wer da mitmachen möchte, man hat, glaube ich, jetzt noch genug Zeit, wenn man neu einsteigen möchte. Danach ist es ein bisschen schwierig, aber dann kann man problemlos beim nächsten Knife mitmachen, wenn man jetzt rankommt. Oder zumindest bei den normalen Giveaways, die wir in jedem Stream haben. Also ran an den Speck ist aller. Let's go. Und danke für die Kommentare. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.